Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal über Geisterforschung. In diesem Video geht es um die sogenannten Clifford-Welten. In meinem letzten Video habe ich das Thema ja schon ein bisschen angesprochen, also als ich über Schattenarbeit geredet habe und was halt das Prinzip so ein bisschen hinter den Clifford-Welten ist. Aber in diesem Video möchte ich halt noch ein bisschen genauer auf das Thema auch eingehen und ein bisschen mehr über die Clifford erzählen, was es da für verschiedene Welten gibt und was genau die Cliffords sind, was das Prinzip dahinter ist und halt euch ein paar Infos darüber geben. Natürlich kann ich jetzt nicht alles über die Clifford in diesem Video erzählen, was es darüber zu wissen gäbe, weil es ein riesengroßes Thema ist und man könnte darüber eigentlich viele Videos machen, aber ich möchte euch mal so ein bisschen einen allgemeinen Überblick über die Clifford geben, ne? Also erstmal zu der Frage, was sind überhaupt die Clifford, wenn ihr diesen Begriff noch gar nicht gehört habt, weil viele können vielleicht noch gar nichts damit anfangen. Die Clifford sind verschiedene Welten. Es gibt insgesamt 10 Stück davon, also es gibt 10 Clifford-Welten. Und das sind die Heimatwelten der Dämonen. Als Mensch, also als menschliche Seele, kann man eine sogenannte Clifford-Reise machen, wo man eben diese 10 Welten bereist. Man fängt dabei in der untersten Clifford-Welt an und arbeitet sich eben zur obersten Clifford-Welt nach oben. Die Cliffords sind aufgebaut wie so ein Baum, also wie so ein baumartiges Konstrukt. Das hier ist ein Bild davon, was ziemlich bekannt ist. Das ist so eine vereinfachte Darstellung, wie diese Welten eben aufgebaut sind oder wie die miteinander zusammenhängen. Also diese Kreise in diesem Bild, was ihr seht, das stellt die Welten dar. Also ein Kreis ist halt eine Clifford-Welt und die Striche, mit denen das verbunden ist, das sind die sogenannten Tunnel zwischen den Clifford-Welten, also die Clifford-Tunnel. Und das sind die Bereiche, wo man zwischen den Welten hin und her reisen kann, sozusagen. Über die werde ich in diesem Video übrigens nicht reden, weil man könnte auch noch über die reden und wie es da aussieht und was man da alles sehen kann und alles, ne? Das wird zu viel, wenn ich das noch anspreche. Also ich werde heute nur auf die verschiedenen, also auf die einzelnen Welten der Clifford eingehen. Ja, wie gesagt, die Clifford, also sind aufgebaut wie ein Baum, deswegen wird es auch der Clifford-Baum genannt. Es wird auch als der Baum der Erkenntnis bezeichnet oder der Baum des Todes. Und der Baum des Todes wird es halt deswegen genannt, weil da so eine Art Transformation stattfindet, dass du sozusagen, dass dein altes Ich sozusagen stirbt, damit du als ein göttliches Wesen herausgehen kannst aus dieser Clifford-Reise. Also ihr seht schon, es ist sehr krass, was da passiert, wenn man diese Clifford-Reise macht. Aber dazu komme ich halt noch. Keine Sorge, dazu komme ich noch. Erstmal ein bisschen zur Geschichte der Clifford. Es gibt neben der Clifford, also neben dem Clifford-Baum, auch noch die Sephiroth. Die Sephiroth sind die Welten der Engel und die sind tatsächlich genauso aufgebaut wie die Clifford-Welten. Also es gibt zu jeder Clifford-Welt auch eine gegenüberliegende Sephiroth-Welt in der Dimension der Engel sozusagen. Und diese beiden Bäume spiegeln sich tatsächlich. Der Sephiroth-Baum wird auch Baum des Lebens genannt. Und der ist halt auch sehr, sehr bekannt. Der ist auch bekannter als der Clifford-Baum tatsächlich, weil auch viele Menschen damit eben lieber arbeiten, weil das für menschliche Seelen tatsächlich leichter ist. Warum genau das so ist, das werde ich euch auch noch erklären. Aber eins nach dem anderen. Ja, erstmal zur Geschichte, wie die Clifford entstanden sind überhaupt. Ursprünglich, sagt man, waren die Clifford und die Sephiroth, also die Dimension der Dämonen und die Dimension der Engel, eine Dimension. Und zu dieser Zeit waren die Dämonen und die Engel auch dieselben Wesen. Also daher kommt es auch, dass Dämonen und Engel miteinander verwandt sind, weil es halt früher mal eine Art von Wesenheit war, sagt man, als dieser Baum, die Clifford und die Sephiroth eben noch eins waren. Das wurde auch der Weltenbaum genannt, also dieser eine Baum, aus dem die Clifford und die Sephiroth entstanden sind. Und dieser Baum wurde getrennt, weil in einer der obersten Welten in diesem Baum ein Meteorit eingeschlagen ist. Ich hatte davon eine Vision, wo ich klein war. Und mein Bruder hat mir halt erklärt, dass das, was ich da gesehen habe, das ist halt der Grund war, warum die beiden Bäume getrennt wurden, was ich total interessant finde, weil ich das nicht wusste vorher. Und dieser Meteorit ist in eine der obersten Sphären dieses Weltenbaumes eingeschlagen, in die sogenannte Welt Dart.
also Dart hieß diese Welt. Und diese Welt ist dann durch diesen Meteoriteneinschlag eben runtergestürzt in die untersten Ebenen und hat diesen Baum in zwei Bäume getrennt. Also das, was ursprünglich ein Baum war, wurde durch den Absturz von Dart in zwei geteilt. Und daraus entstand dann aus dem ursprünglichen Weltenbaum der Clifford-Baum, der Baum der Erkenntnis oder der Baum des Todes und der Sephiroth-Baum, der Baum des Lebens. Und in der einen Dimension, in den Clifford, leben die Dämonen und in der anderen Dimension, in der Sephiroth, leben die Engel. Und dadurch, dass Dart eben in die Tiefe gerissen wurde, ist auch der sogenannte Abyssgraben entstanden, also der Abgrund. Und der Abgrund ist heute da, wo früher mal Dart gelegen hat, also dort oben zwischen Thagirion, also der mittleren Welt der Clifford, und Taumiel, der obersten Welt. Da war mal Dart. Und heute ist es halt der Abyss, also der Eingang zum Abyss. Und der Abyss führt halt dann nach unten, so in die untersten Ebenen zurück, wo man auch seine Clifford-Reise beginnt, wenn man eine macht. Genau. Und als Dart sozusagen unten aufgeschlagen ist, am unteren Ende dieses Weltenbaumes, sagt man, sind die untersten Welten überhaupt erst entstanden, weil Dart hat sich dann auch geteilt in zwei Welten, nämlich in Nehemo. Also Nehemo ist die unterste Dämonenwelt, in der man auch seine Clifford-Reise beginnt, wenn man eine macht. Und Malkuth. Malkuth ist die materielle Welt, also die Welt der Menschen sozusagen. Und Malkuth, also unsere Welt, wo wir jetzt hier leben, unsere physische Dimension, liegt halt auch auf der Seite der Sephiroth-Welten. Nicht auf der Seite der Clifford, sondern auf der Seite der Sephiroth. Und ja, das hat auch damit was zu tun, warum die Sephiroth für uns menschliche Seelen einfacher sind als die Clifford. Weil unsere Welt sozusagen, also die Menschenwelt, auch in den Sephiroth-Dimensionen liegt. Also wir, die Erde, ist die unterste Welt der Sephiroth-Dimension tatsächlich. Was ich total interessant auch finde und was auch sehr vieles erklärt, wozu wir aber auch noch kommen. Und dieser Abyssgraben, also der Abgrund, der eben entstanden ist, als die beiden Bäume geteilt wurden, der liegt eben sowohl in der Clifford als auch in der Sephiroth. Also da gibt's, also in beiden Welten liegt eben dieses Dart, dieser Abgrund, was halt früher mal die Welt Dart war, vor der Spaltung der beiden Bäume. Und man sagt halt auch, dass also der Abyss sozusagen so ein Tor zwischen diesen beiden Dimensionen ist. Du kannst sozusagen, wenn du in den Sephiroth bist, kannst du durch diesen Abyss in die Clifford gehen. Was aber gefährlich ist, was ich jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen würde. Aber es geht. Das ist halt, das verbindet die beiden Bäume, weil das sozusagen, das ist, also dieser Bereich zwischen diesen Dimensionen sozusagen auch. Ne? Genau. Und man sagt auch, dass als der Abyss entstanden ist, sind da die sogenannten spaltenden Energien rausgekommen, also die Energien, die Dimensionen sozusagen spalten. Und das sind halt sehr, sehr schädliche Energien, sozusagen, die durch diese Spaltung eben der Welten entstanden sind. Und diese Energien, sagt man, daraus sind die sogenannten Viehwesen entstanden und auch das Vieh selbst. Also wenn ihr wissen wollt, was das Vieh ist, ich habe dazu mal ein Video gemacht. Und man sagt, dass aus dem Abyss auch die ursprünglichen Energien rausgekommen sind, aus denen dann später, zur Zeit, wo die ersten Menschen auf der Erde entstanden sind, sozusagen das Vieh entstanden ist. Weil diese spaltenden Energien haben sich sozusagen in den Menschen manifestiert und die Menschen haben dann daraus dieses Vieh erschaffen, was sozusagen auch die Verbindung zwischen der übernatürlichen Welt und der Menschenwelt, also trennen will sozusagen, weil es halt durch diese negativen Energien, die aus dem Abyssgraben, also aus der Entstehung des Abyssgrabens entstanden sind, daraus ist sozusagen, sind sozusagen diese Wesen entstanden und ja, im Zusammenspiel mit den Energien der Menschen, was ich richtig, richtig spannend auch finde, so, aber es ist auch kompliziert zu erklären, muss ich sagen. Ne, also diese Energien werden auch die negativen Dünste genannt. Die aus dem Abyssgraben kamen und die
die eben daraus entstanden sind, dass dieses Ganze passiert ist, sozusagen. Ja, und man sagt, dass das eben die Ursprungsenergien sind, aus denen durch die im Zusammenspiel mit den hasserfüllten Gedanken und negativen Gedanken der Menschen eben dann dieses Vieh entstehen konnte, ne? Es ist etwas kompliziert, ich weiß, aber ja. Und man sagt halt auch, dass als aus diesen spaltenden Energien sozusagen, die entstanden sind, als der Baum geteilt wurde, also die dann aus diesem Abyss entstanden sind, aus dieser Spaltung zwischen den Welten, diese haben sich dann auch zu den ersten Viehwesen entwickelt, sozusagen. Also das war sogar noch bevor diese Energien sich mit den Menschen verbunden haben und das Vieh jetzt entstanden ist, so wie wir es kennen. Diese Viehwesen haben dann die Welten der Dämonen und der Engel angreifen wollen. Und es gab dann einen Krieg zwischen diesen Wesen und den Dämonen und Engeln sozusagen. Und die haben ihre Welten vor diesen Wesen beschützt und sie dort auch vertrieben. Also die haben auch keinen Zugang mehr dahin. Aber die kamen halt aus dieser Spaltung raus, ne? Also in diesem Abyss, da sind jetzt keine Viehwesen mehr drin, denke ich. Ja, aber die kamen halt davon, dass diese Welten, dieser Weltenbaum eben geteilt wurde. Daraus entstand eben dieser Abgrund zwischen diesen beiden Weltenbäumen. Also zwischen der Dämonendimension und der Engeldimension. Und daraus kamen eben diese Viehwesen, diese spaltenden Energien. Und die Dämonen und Engel haben dann ihre Welten vor denen quasi beschützt. Aber das ist wirklich vor Urzeiten passiert, also ganz am Anfang sozusagen. Und das sind mythologische Zeitalter, das können wir Menschen uns gar nicht so vorstellen, ne? Das war auch lange vor der Entstehung der ersten Menschen. Ein weiterer total interessanter Fakt über die Clifford-Welten ist, dass es tatsächlich so ist, dass die Dämonenwelten, also die verschiedenen Clifford-Welten, tatsächlich mit den Planeten von unserem Sonnensystem gleichgesetzt werden können, nur dass sie halt in anderen Dimensionen existieren. Und als mir das klar geworden ist, da war ich wirklich so, wow. Und das habe ich tatsächlich auch von meinem großen Bruder gelernt, also von meinem Seelenbruder Christian. Kann ich nur ein Herz rausschicken. Mit ihm zusammen habe ich so viel über die Clifford tatsächlich gelernt, was mir auch so krass die Augen geöffnet hat bei vielem und was einfach Wahnsinn ist, ne? Einfach nur wow. Also ich verlinke euch mal Christians Kanal auch unten in der Videobeschreibung. Er arbeitet zurzeit auch an einer Videoreihe über die Clifford. Und auch den Kanal von meiner besten Freundin Birgit verlinke ich euch mal unten, weil sie macht zurzeit auch sehr viele richtig gute Videos über die Clifford. Kann ich nur empfehlen. Sie hat halt auch Erfahrungen damit gemacht, ne? Und ja. Aber das mit den Planeten, also dass die Dämonenwelten tatsächlich mit den Planeten in Zusammenhang gebracht werden und auch so mit dem Weltraum, mit dem Sternenhimmel, mit den Sternen an sich, das ist einfach krass. Und das bedeutet quasi, wenn ihr in die Sterne schaut, dann könnt ihr die Dämonenwelten sehen. Nur, dass sie halt in einer anderen Dimension sind. Aber ihr könnt sie sehen. Und das hat mir so krass viel gezeigt einfach. Und ich dachte mir einfach, wow, das ist Wahnsinn. So, das berührt mich einfach total, weil das erklärt auch so krass dieses Gefühl, was ich immer habe, wenn ich in die Sterne schaue, dieses Gefühl von Heimweh. Und meine Erfahrung, die ich als kleines Kind hatte, wo ich diese Sternenwelt gesehen habe. Und dass das halt die Dämonenwelt war. Und dass ich dieses Gefühl immer habe, wenn ich in die Sterne schaue, das hat mir so krass die Augen geöffnet einfach. Ist Wahnsinn. Also, es ist Wahnsinn. Ich wollte es einfach euch erzählen, weil ich bin immer noch total begeistert von dieser Erkenntnis. Und es ist tatsächlich ja auch so, dass die verschiedenen Clifford-Welten ja auch mit den verschiedenen Planeten in Verbindung gebracht werden. Und die Sephiroth-Welten auch. Aber nur, dass die Sephiroth-Welten halt noch andere Dimensionen so sind, ne? Aber das ist einfach krass und das wollte ich einfach noch erzählen, Leute. So, Leute, jetzt kommen wir dazu, warum ist eine Clifford-Reise für menschliche Seelen eigentlich so extremst gefährlich? Ich habe das ja in meinem letzten Video schon angesprochen, also in dem Schattenarbeit-Video, dass eine Clifford-Reise wirklich auch sehr, sehr, sehr gefährlich ist für Menschen und dass sehr viele das halt nicht schaffen, durch diese Clifford-Welten eben zu reisen und diese Reise halt auch zu meistern, sozusagen. Und es gibt sehr, sehr viele, die gehen wirklich daran kaputt, die werden wahnsinnig, die kommen in die Psychiatrie oder sterben im schlimmsten Fall sogar dabei, weil die einfach nicht damit umgehen können, weil die mit diesen Energien nicht umgehen können dort und
weil die vor allen Dingen nicht mit diesem Prinzip umgehen können, nachdem die Clifford-Welten funktionieren. Und das habe ich auch schon in meinem letzten Video angesprochen, was der Sinn eigentlich dahinter ist, und wie dieses Prinzip dahinter ist. Und das möchte ich euch jetzt ein bisschen auf einer etwas tieferen Ebene erklären, damit ihr das auch ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Dass eine Clifford-Reise so extrem gefährlich ist, liegt nicht daran, dass die Clifford böse Welten sind, die Menschen zerstören wollen, oder dass die Dämonen dort Menschen foltern. Das tun sie definitiv nicht. Also nein, es tut mir leid. Es werden sich sicherlich jetzt wieder viele aufregen, dass ich das sage, aber das ist nicht so. Das ist, wer das sagt, der hat das Prinzip dahinter nicht verstanden, der hat den Sinn dahinter nicht verstanden. Die Clifford funktionieren einfach ganz anders als die Sephiroth. Und die Sephiroth sind ja, wie ich schon angesprochen habe, die Welten der Engel, aber die Welt der Menschen gehört auch zu den Sephiroth. Das ist die unterste Ebene der Sephiroth tatsächlich. Also Malkuth, die Erde. Und wir, menschliche Seelen, sind darauf programmiert, nach diesem Sephiroth-Prinzip sozusagen zu unsere Spiritualität auszurichten, danach halt zu handeln, zu leben. Wir sind so programmiert. Wir sind die Clifford gar nicht gewöhnt, weil die Clifford ganz anders funktionieren als die Sephiroth. Die Sephiroth, die sind eher dem Verstand zugeordnet, also der göttlichen Ordnung. Die funktionieren nach einem bestimmten Prinzip. Man folgt da einer vorgegebenen Richtung und das ist die Suche sozusagen nach dem Göttlichen im Außen. Also wir suchen nach einem göttlichen Prinzip, dem wir folgen können und das uns eine Richtung sozusagen zeigt, das uns einen Weg vorgibt. Und das ist das Prinzip der Sephiroth. Und das ist für die meisten Menschen tatsächlich einfacher, also diese Suche nach dem Göttlichen im Außen sozusagen, weil wir es so gewöhnt sind, weil es uns so vorgezeigt wird sozusagen und weil unsere Welt einfach darauf ausgerichtet ist, weil unsere Seelen darauf ausgerichtet werden. Und wir wurden nun mal als menschliche Seelen in die Sephiroth hineingeboren und sind ein Teil davon und deswegen funktionieren wir nach diesem Prinzip. Wenn wir jetzt allerdings in die Clifford gehen, dort herrschen ganz andere Prinzipien sozusagen, dort herrschen ganz andere Gesetze als in den Sephiroth. Die Clifford ist nämlich im Gegensatz zu den Sephiroth den Gefühlen zugeordnet, also das Wilde, das Ungezähmte, das Chaos sozusagen, aber auch die Freiheit. Und da geht es nicht um die Suche nach einem Göttlichen um uns herum, da geht es um die Suche nach nach dem Göttlichen in uns selbst. Da geht es darum, seinem eigenen Herzen zu folgen. Da gibt es keinen vorgeschriebenen Weg. Es gibt keine göttliche Ordnung. Es gibt sozusagen nur dieses Chaos. Und die Clifford funktionieren nach dem Prinzip, dass man das Göttliche in sich selbst sucht. Viele sagen auch, dass man in den Clifford sozusagen lernt, sein eigener Gott zu werden oder ein göttliches Wesen zu werden, sein göttliches Bewusstsein in sich selbst zu erwecken, zu finden, dieses göttliche Licht einfach in der Dunkelheit dieser Welten zu finden. Und das ist das Prinzip, wie die Clifford funktionieren. Und die Clifford spiegeln sozusagen dein Innerstes. Die spiegeln wirklich deine tiefsten Abgründe, die ganz tief in dir drin sind, die du normal gar nicht siehst. Und die spiegeln natürlich auch viel Negatives, weil Menschen nun mal auch sehr viel Negatives in sich tragen. Und das ist aber das, was in uns ist. Das sind nicht diese Welten, sondern diese Welten funktionieren nach dem Prinzip, dass sie uns selbst spiegeln. Diese Welten sind nach den Gefühlen ausgerichtet. Genauso wie die Dämonen eher gefühlsbetonte Wesen sind, die eher auf ihre Gefühle hören. Und die Engel sind eher halt die sind eher dem Verstand zugeordnet. Die sind eher Verstandeswesen, die auf ihren Verstand hören, die auf ihre Ordnung hören, die nach einer bestimmten Ordnung auch handeln, die sich nach einer göttlichen Ordnung ausrichten sozusagen. Die Dämonen, die sind eher freie Wesen, die auf ihre Gefühle hören. Natürlich haben die auch eine Hierarchie, aber die sind trotzdem halt anders einfach. Die ticken anders, sagen wir es mal so. Und deren Welten sind auch anders. Und die meisten Menschen kommen mit diesem Prinzip einfach nicht klar. Die meisten Menschen gehen daran kaputt, weil sie es nicht ertragen können, wenn ihr Innerstes gespiegelt wird in diesen Welten. Damit kommen die nicht klar. Das ist es einfach. Und die Welten funktionieren nun mal so, also die Clifford, dass sie uns spiegeln und dass sie uns
uns selbst zeigen, sozusagen. Und der Clifford-Baum heißt nicht umsonst der Baum der Erkenntnis. Und das heißt, dass man dort sich selbst erkennt in diesen Welten, dass man sich selber findet. Und dass man sozusagen von seinem beschränkten Ich, also das beschränkte Bewusstsein, das man als menschliche Seele hat, das soll sozusagen in den Clifford umgewandelt werden oder transformiert werden zu einem göttlichen Bewusstsein, zu einem höheren Bewusstsein, zu einem Bewusstsein, das dazu in der Lage ist, auch über den Tellerrand hinauszuschauen und die Dinge eben anders zu betrachten und anders zu sehen und somit auch anders damit umzugehen, als ein Mensch, der jetzt das nicht erlebt hat, der die Clifford-Reise nicht gemacht hat. Und darum geht es einfach, wenn man in die Clifford reist. Das soll man dort lernen. Und das lernt man dort teilweise auf eine sehr, sehr harte Tour, weil viele Menschen eben auch sehr tiefe Abgründe in sich tragen, sehr krasse Schattenthemen an sich tragen. Und das ist nun mal so, weil wir halt in einer Welt leben, wo es halt viele böse, negative Menschen gibt, die eben diese Traumas verursachen in ihren Mitmenschen, leider. Woran das Vieh auch manchmal ein bisschen Mitschuld hat oder ziemlich viel Mitschuld hat, also diese Spalten in Energien sozusagen. Aber das ist eine andere Story. Wie gesagt, das ist einfach dieses Prinzip dieser Clifford-Welten, das viele Menschen nicht vertragen und mit dem viele Menschen nicht klarkommen. Und natürlich wirkt das dann so, als ob die Clifford-Welten extremst zerstörerisch sind. Aber es liegt nicht an den Welten, es liegt an den Menschen. Und das wollen viele nicht hören, ich weiß. Das sind auch viele andere Meinungen, das ist auch okay. Aber das ist das, was ich erkannt habe, als ich selbst dort war. Und das ist das auch, was mir die Dämonen darüber beigebracht haben, tatsächlich. Ja, bevor ich jetzt zu den einzelnen Welten komme, möchte ich nochmal diese Warnung wiederholen, die ich schon angesprochen habe. Bitte, wenn ihr eine Clifford-Reise machen wollt, fragt die Dämonen, ob sie euch empfehlen würden, dorthin zu reisen für eure spirituelle Entwicklung. Ob ihr dafür bereit seid. Ob die Dämonen der Meinung sind, ob ihr dazu bereit seid. Und ob sie euch dorthin führen würden, wenn ihr bereit dazu seid. Wenn die Dämonen sagen, dass sie denken, dass ihr noch nicht bereit seid, dann lasst bitte die Finger von den Clifford. Weil die Clifford sind nicht ohne. Die Clifford sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ne? Das möchte ich nochmal ganz klar hier gesagt haben. Dass sich auch keiner im Nachhinein beschwert, von wegen, ich hätte nicht davor gewarnt. Ich warne hiermit davor. Die Cliffords sind gefährlich. Lasst bitte die Finger davon, wenn ihr keine Ahnung habt oder wenn die Dämonen euch raten, macht es bitte nicht. Ja, und ganz wichtig, fragt die Dämonen nicht einfach nur, darf ich in die Clifford reisen, sondern fragt sie, schau mal bitte in meine Seele und sag mir, ob du der Meinung bist, ob ich dazu bereit bin. Sag mir bitte deine ehrliche Einschätzung. Fragt es euren Schutzdämonen, die mir vertraut. Fragt es die Wesen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Und wenn die euch sagen, ja, du bist bereit dazu, dann könnt ihr eine Clifford-Reise machen. Bitte nicht vorher. Und das sage ich wirklich zu eurer eigenen Sicherheit. Ja, so viel dazu. Jetzt komme ich zu den einzelnen Clifford-Welten und erzähle euch ein bisschen was darüber, was es so für Welten gibt. Auf diesen Teil des Videos habe ich mich besonders gefreut. Yay! So, kommen wir nun zu den verschiedenen Clifford-Welten und dazu nehmen wir mal meine wunderschöne Skizze zur Hand, die ich extra für dieses Video angefertigt habe von dem Clifford-Baum. Und wir fangen an mit der untersten Welt. Das ist die Welt Nehemo. Diese wird auch Lilith genannt. Und man sagt, dass diese Welt Lilith genannt wird, weil dort früher eben Lilith über diese Welt regiert hat, bevor sie eben in eine höhere Ebene aufgestiegen ist. Heutzutage wird diese Welt von der Schwester von Lilith regiert, nämlich Nama. Und ja, Nehemo ist sozusagen die unterste Ebene der Clifford-Welten. Und dort sagt man, geht es sehr viel um das Tor zur geistigen Welt. Also das Manifestieren aus der geistigen Welt in die materielle Ebene sozusagen. Diese Welt wird sehr mit Manifestation in Verbindung gebracht und sozusagen das Manifestieren vom Astral ins Physische. Und diese Welt ist auch die, die unserer Ebene Malkut, also wir sind ja sozusagen die gegenüberliegende Welt von Nehemo und sind jetzt sozusagen am nächsten an Nehemo dran von allen Dämonenwelten. Und deshalb auch das Manifestieren von der dämonischen Sphäre in die Menschenwelt, also in
in die physische Welt. Und das Tor zur Anderswelt wird das halt auch bezeichnet, sozusagen, diese Ebene. Und Nehemo ist ähnlich aufgebaut wie Malkuth, also wie die menschliche Welt, aber ist halt doch anders, weil die Natur in Nehemo ist sehr, sehr viel wilder, sehr, sehr viel ungezähmter und auch sehr, sehr viel stärker ausgeprägt, als es jetzt hier der Fall ist. Da gibt es riesige solche Naturgebiete, große Eiswüsten, große Dschungel. Es gibt dort richtig, richtig viel, richtig krasse Natur, was man hier in dieser Welt gar nicht mehr so hat, weil von den Menschen sehr, sehr viel auch zerstört wurde. Also die Natur ist sehr, sehr präsent in Nehemo. Es geht sehr, sehr viel um Natur dort und es ist eine wunderschöne Welt. Und die Farben sind auch ganz viel, viel strahlender irgendwie auch als hier. Die Welt ist intensiver einfach. Aber sonst ist sie halt der Menschenwelt sehr ähnlich, so von ihrem Aufbau her, vom Aussehen her auch. Aber es ist halt doch mehr so, also die Natur ist wilder und krasser einfach als hier. Es gibt dort auch unterirdische Tunnelsysteme in dieser Welt. Und man sagt, dass es in keiner anderen Welt so viele verzweigte unterirdische Tunnelsysteme gibt. Und früher gab es dort in Nehemo auch die sogenannte Weiße Stadt der Verbindung. Die stand tatsächlich an der Grenze zwischen Nehemo und Malkuth, also zwischen der Dämonensphäre und der Sephirot-Sphäre der Menschenwelt. Und ja, das mit der Weißen Stadt ist eine komplette Geschichte für sich eigentlich. Da könnte man nochmal ein extra Video machen. Das ist krass gewesen. Also die Weiße Stadt, das war die Welt, wo halt früher die sogenannten Wächter, also die Dämonen, die auf die Menschen aufgepasst haben, gewohnt haben. Aber diese Welt wurde halt leider später durch das Vieh vernichtet, also die Weiße Stadt. Und dort wurden tatsächlich auch die Seelen der sogenannten Halbwesen, also der Halbdämonen, geboren. Wie gesagt, darüber könnte man ein extra Video machen. Das ist eine lange Geschichte. Aber die Weiße Stadt, die gab es dort halt auch. Ich glaube, Christian und ich haben sie auch mal erwähnt in einem anderen Video. Und die stand halt in Nehemo an der Grenze zu Malkuth. Ja. Die nächste Welt ist die hier über Malkuth direkt. Das ist die Welt Gamaliel. Gamaliel ist die Welt von Lilith tatsächlich, also da über diese Welt herrscht die Dämonin Lilith. Gamaliel ist die Welt des Mondes oder auch Mondsphäre genannt und die ist sehr, sehr eng mit der Traumebene verbunden. Da geht es sehr, sehr viel um Träume, aber da können ja auch deine Albträume tatsächlich gespiegelt werden. Also, ne, das ist halt das Gefährliche auch an dieser Welt. Die wird auch mit Visionen in Verbindung gebracht, mit Astralsicht, mit dem Reisen in die astrale Ebene. Und mit paranormalen Fähigkeiten tatsächlich auch, also mit übernatürlicher Wahrnehmung sehr stark, aber auch mit der Sexualität und dem Lenken der Lebensenergie wird diese Welt in Verbindung gebracht. Und man kann dort eben auch entdecken, was für Träume man selbst hat. Also was für Träume habe ich, was möchte ich eigentlich, also man lernt sich sozusagen selber ein bisschen kennen über die Traumebene in Gamaliel. Und es ist eine richtig faszinierende Welt, finde ich. Also von der Atmosphäre her ist Gamaliel eher so eine träumerische Welt. Also es hat so eine. Der Himmel ist oft so richtig so lilafarben tatsächlich. Ein Riesenmond. Und die Welt ist einfach krass. Und ich war dort als Kind tatsächlich sehr, sehr oft, als ich noch sehr, sehr klein war. Das hat auch mit meiner starken Verbindung zu Lilith zu tun, die ich persönlich habe. Also. Ich habe diese Welt als Kind öfters gesehen. Ich hatte als Kind auch eine Zeit lang sehr, sehr, sehr schlimme Albträume. Also die meisten Erwachsenen würden wahnsinnig werden, wenn sie so Träume hätten, die ich als Kind teilweise hatte, ne? Was auch von dieser Welt getriggert wurde, was sein könnte, ne? Aber das hat auch sehr stark mit meiner Vergangenheit in früheren Leben zu tun, die teilweise sehr traumatisch war, von der ich auch geträumt habe, was ich jetzt weiß, was ich damals halt nicht verstanden habe, aber. Ja, ich war auf den Gamaliel, wo ich noch sehr klein war. Die nächste Welt ist diese hier, Samael. Aber lasst euch nicht täuschen, die Welt heißt nur Samael, aber Samael herrscht nicht über diese Welt. Es kann aber sein, dass Samael mal über diese Welt geherrscht hat und dann auch in höhere Dimensionen aufgestiegen ist, so ähnlich wie es bei Nehemo ist, die ja auch Lilith genannt wird, weil ja da mal Lilith die Herrscherin war. Aber Samael, die Welt,
wird tatsächlich von dem Dämon Antramelek regiert oder auch Melek-Tausch genannt. Die wird dem Planet Merkur zugeordnet. In der Welt Samael bekommst du halt eine Prüfung, die dir zeigt, wenn du eine Clifford-Reise machst, wie man verantwortungsbewusst mit Dingen umgeht, die einem angeboten werden. Das heißt, du kannst dort in dieser Welt auf Angebote treffen, die dir gemacht werden. Also wenn du dorthin reist, dir kann was angeboten werden, was dir auf den ersten Blick komplett toll und komplett positiv erscheint und was du schon immer mal wolltest. Und was auf den ersten Blick alles super ist, aber dir eigentlich nicht wirklich gut tut oder du damit auch sehr vorsichtig umgehen musst und es nicht übertreiben sollst mit dieser Sache, ne? Also da wird dir auch beigebracht, wie du verantwortungsbewusst mit Dingen umgehst. Und das wird mit Verführung in Verbindung gebracht. Verführung in dem Sinne, dass dir eben diese Angebote gemacht werden und du halt lernen musst, das nicht damit nicht zu übertreiben sozusagen. Also das kann halt alles Mögliche sein, je nachdem, wie deine Seele halt aufgestellt ist oder wo du dich gerade in deiner Entwicklung befindest, was du toll findest, was deine Träume sind, was deine Wünsche sind. Dort können dir deine Wünsche angeboten werden, dass du die dir auf die und die Weise erfüllen kannst, aber du musst damit aufpassen, weil oft wirst du da geprüft, oft wird da dein Verantwortungsbewusstsein geprüft. Also was heißt oft? Immer, aber halt auf unterschiedliche Art und Weisen. Damit wird diese Welt eben in Verbindung gebracht. Und ja, diese Welt wird auch mit Weisheit in Verbindung gebracht, also dass du Weisheit sozusagen daraus ziehst, dass du diesen verantwortungsbewussten Umgang mit Dingen lernst, die dir eben angeboten werden, dass du lernst, genau hinzuschauen und dass du auch lernst, Dinge nicht zu übertreiben, so dass es dir selber nicht schadet, so dass es dir selber immer noch gut tut. Grenzen setzen auch, ne? Ganz wichtige Sache, an der ich auch sehr stark arbeiten musste, was gewisse Dinge angeht, auch im Umgang mit anderen Menschen beispielsweise. Grenzen setzen, ganz, ganz wichtig. Nur so viel anderen helfen beispielsweise, wie es dir auch selber gut tut, wie du nicht überfordert bist. Du musst da in dieser Welt erkennen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und dazu sind diese Prüfungen eben in Samael dort da beispielsweise, ne? Was du dort halt alles auch erleben kannst. Ja. Die nächste Welt ist diese hier, Arab-Zarak oder auch Harab-Sarape genannt. Das ist eine richtig, richtig schöne Welt, finde ich. Also die Welt an sich ist schön. Die Prüfungen können natürlich trotzdem schwer sein oder sind schwer. Also keine Welt hat leichte Prüfungen für die Leute, die dort hingehen, für die Seelen, die dort hingehen, weil du sollst ja was lernen, du sollst dich ja weiterentwickeln, ne? Also auch wenn ich jetzt sage, eine Welt ist wunderschön, die Prüfungen können trotzdem sehr, sehr schwer und sehr, sehr hart sein und sind halt einfach nicht für jeden, ne? Arab-Zarak wird von Baal regiert, oder auch in manchen Überlieferungen von Azazel, wobei Azazel auch oft in Thergirion ist, also in der Welt von Belphegor, zu der wir noch kommen. Das ist meine Lieblingswelt. Ne? Und wird mit dem Planeten Venus in Verbindung gebracht, also auch mit der Kraft der Liebe, aber auch sehr stark halt mit der Sexualität. Ähnlich wie Gamaliel, aber halt noch stärker, weil das halt dieser Planet der Liebe auch ist, also die Venus. Und diese Welt halt auch diese Energie sehr, sehr stark hat. Ne? Also du merkst es auch, wenn du dort bist, tatsächlich. Das spürst du. Und es wird halt auch sehr stark auch mit Kreativität in Verbindung gebracht, dass du lernst, für deine Träume zu kämpfen, Leidenschaft und dass man sich bewusst wird, was man will, dass man Durchsetzungskraft entwickelt und dass man sozusagen die Träume umsetzt, die man in Gamaliel entdeckt hat, also denen man sich bewusst geworden ist. Dort lernst du, deine Träume umzusetzen, für deine Träume zu kämpfen, mit Liebe und mit Leidenschaft sozusagen. Und das finde ich wunderschön. Wie gesagt, ich nicht aufregen, weil ich sage, es ist wunderschön. Es kann trotzdem hart sein. Ne? Es ist nicht einfach. Das möchte ich damit nicht sagen. Ja, und was ich auch noch richtig cool finde, das Symbol von Arab-Zarak, also von dieser Welt, ist tatsächlich der Rabe. Auf der Sephiroth-Seite ist es die Taube. Also es gibt es in beiden Dimensionen, was ich auch interessant finde. Und der Rabe von Arab-Zarak steht für die dämonische Freiheit und für die Eigenschaften der Dämonen und auch für die Bewusstseinserweiterung und dass man eben ins Bewusstsein der Dämonen kommt, sozusagen. Also die dämonischen Ideale auch. Und
in dieser Welt lernt quasi der Rabe zu fliegen. Und man sagt, er breitet in Arab-Zarak der Rabe seine Flügel aus und fliegt dann nach Thagirion ins Licht der schwarzen Sonne. Also das finde ich so krass schön. Also ich liebe einfach dieses Symbol einfach davon. Und der Rabe steht in dem Fall einfach für deine Seele. Also deine Seele ist dieser Rabe, der dann lernt, seine Flügel auszubreiten, frei zu sein und ins Licht der schwarzen Sonne der Dämonenwelt zu fliegen. Und oh mein Gott, ist das schön. Das ist wow. Da ich schon sehr, sehr oft in Arab-Zarak war, weil ich diese Welt wirklich, wirklich schön finde, weiß ich auch ein bisschen, wie es da aussieht. Also ich kenne ein paar Landschaften davon. Beispielsweise gibt es dort auch große solche Landschaften, wo so viele kleine schwarze Vulkane sind. Auch größere, aber auch das so solche kleinen Vulkane. Und inmitten dieser Vulkane gibt es solche Inseln, wo so ein ganz, ganz weiches Moos drauf wächst, das sogenannte Harap-Sarap-Moos. Und da drin wachsen halt solche Blumen, solche ganz richtig krass aussehenden Blumen tatsächlich. Und ja, das ist, diese Welt ist richtig schön. Und der Himmel hat auch immer so einen rot-pinken Ton tatsächlich. Und mega schöner Himmel, also wirklich, wirklich schön. Und der Mond ist so pink irgendwie in Arab-Zarak. Also es ist wow. Die Welt ist echt überwältigend schön, finde ich jetzt. Und auch die Energie ist einfach wow. Also ich liebe die Energie tatsächlich von dieser Welt. Es ist die, also ihr müsst dahin reisen, um es zu merken. Aber reist bitte nicht hin, ohne dass die Dämonen es euch empfehlen, ne? Das gilt auch für die Welt, das gilt für alle. Und wenn man noch nie in einer der Dämonenwelten war, sollte man sowieso immer, wenn man eine Clifford-Reise macht, in Nehemo anfangen, weil die anderen, wie gesagt, das ist sehr, kann sehr überfordernd sein sonst für deine Seele. Es ist hart, ne? Kommen wir zu meiner absoluten Lieblingswelt, nämlich Thagirion. Thagirion ist die Welt von meinem Schutzdämon Belphegor. Und das wird auch die Sonnensphäre genannt, weil dort ist die sogenannte schwarze Sonne. Das ist die Sonne der Dämonenwelt. Diese Welt wird mit innerer Stärke in Verbindung gebracht, mit innerer Erleuchtung, die eigene innere Flamme sozusagen erwecken, das innere Feuer erwecken. Und oh wow, diese Welt ist so toll. Ich muss mich zusammenreißen, nicht zu sehr von diesen Welten zu schwärmen, weil ich will niemanden animieren, da irgendwie hinzugehen, wenn es nicht empfohlen wird von den Dämonen. Das will ich wirklich nicht. Bitte nicht falsch verstehen. Es ist halt einfach, ich liebe diese Welten einfach. Ist einfach so. Ja, die Thagirion steht für das höhere Bewusstsein, so dass man die eigenen Kräfte und Fähigkeiten erweckt, so dieses innere Feuer, die innere Leidenschaft, die innere Kraft einfach und dass man entdeckt, wer man ist. Es geht viel um Selbsterkenntnis, es geht um auch die Drachenenergien. Thagirion wird auch sehr stark mit Drachen in Verbindung gebracht, tatsächlich, und es gibt dort auch viele Drachen. Ja, ich war schon sehr oft in Thagirion, es ist Belphegors Welt. Es ist einfach, finde ich, eine der schönsten Dämonenwelten überhaupt. Und ja, da geht es halt einfach darum, in die eigene Kraft zu kommen, das eigene innere Feuer zu erwecken. Und wow, und Thagirion steht auch für die Verbindung der Welten. Und man sagt, dass es das Herz der Clifford-Welten ist, weil Thagirion ist, wie ihr sehen könnt, in der Mitte der gesamten Clifford, also des gesamten Clifford-Baumes. Und alle Welten sind dort sozusagen miteinander verbunden in Thagirion. Und das kommt halt alles zusammen dort. Und ja, deswegen wird es auch das Herz der Clifford genannt. Und Thagirion ist so eine wunderschöne Welt. Also die schwarze Sonne, das muss, also das, die ist einfach wunderschön, wirklich. Das hat so unfassbar schöne Orte dieser Welt. Riesige Wälder, auch Wüsten. Es gibt dort auch das Thagirianische Meer. Das ist wie so ein ganz dunkles Meer, wo sich der Sternenhimmel drin spiegelt. Es gibt dort viele Berge, ähnlich wie in Moab, also dem Land, wo Belphegor früher verehrt worden ist. Nur, dass es halt noch mystischer aussieht, sozusagen. Und die Berge, sie sehen halt so rötlich aus im Licht der schwarzen Sonne. Also die schwarze Sonne macht tatsächlich ein anderes Licht als die Sonne in unserer Menschenwelt. Die schwarze Sonne ist dunkler. Die hat das, also die sieht auch anders aus. Sie sieht richtig krass aus, so, ne? Ich kann euch das schwer beschreiben, wie die aussieht. Die kann unterschiedlich auch aussehen, die kann auch unterschiedliches Licht ausstrahlen, unterschiedlichen Farben tatsächlich. Die spiegelt auch unser inneres Licht wieder. Also
Die schwarze Sonne, die spiegelt auch das Licht, was in uns ist, die Sonne in unserem Herzen, was wir im Herzen haben. Und das steht auch damit in Verbindung tatsächlich, ne? Und der Himmel von Thagirion ist eines der schönsten Dinge, die man in der Astralwelt sehen kann, tatsächlich, finde ich, meiner Meinung nach. Und Thagirion liegt halt wirklich direkt in den Sternen, hat man das Gefühl. Also das, du hast nicht das Gefühl, die Sterne sind über dir, sondern du hast das Gefühl, die Sterne sind um dich herum. Und das, die haben halt auch so verschiedene Farben. Auch der Himmel hat immer andere Farben, je nachdem, in welchem Licht gerade die schwarze Sonne sozusagen so leuchtet. Und die, das ist, also, du hast manchmal das Gefühl, dass die schwarze Sonne dich so anzieht, wie so ein, dass die, dass du darin versinkst, wenn du die anschaust. Das ist wow. Und die hat halt aber auch eine sehr krasse Power, also wirklich richtig, richtig krass. Und viele können auch damit nicht umgehen und das, ja, das ist schwer zu beschreiben, wie es dort aussieht. Das ist, aber ich finde es einfach nur, wow, ich finde es einfach schön und ich fühle mich in Thagirion noch einfach extrem zu Hause, weil es tatsächlich auch die Heimatwelt meiner Seele ist, wurde mir gesagt, habe ich rausgefunden, spüre ich halt auch so und, ja, wie gesagt, über Thagirion könnte ich sehr viel reden, habe ich auch schon sehr viel in meinem Video über Belphegor, da habe ich auch schon sehr viel über Thagirion tatsächlich gesprochen und habe auch schon einiges mehr darüber erzählt und ja, jetzt komme ich aber zur nächsten Dämonenwelt, nämlich Golashab. Das ist diese hier. Golashab wird auch die Sphäre des Feuers genannt, und wird von dem Dämon Asmodeus regiert und wird auch mit dem Planeten Mars in Verbindung gebracht. Und das ist eine tatsächlich der härtesten Clifford-Welten, die man bereisen kann. Also das ist eine der schwersten und die Prüfungen dort sind auch extrem hart. Das wird auch mit dem sogenannten Höllenfeuer in Verbindung gebracht, aber nicht, weil man dort von den Dämonen irgendwie gequält wird oder in irgendein Feuer geworfen wird, sondern das Feuer, das in Golashab ist, spiegelt das wieder, was in uns ist, was uns innerlich quält, sozusagen, was uns innerlich auffrisst, uns innerlich verbrennt. Das können Dinge sein wie Ängste, Leid, Trauer, das, was uns halt innerlich beschäftigt, unsere Traumata, unser inneres Leid, das kommt dort nach außen und es wird uns in dieser Welt gespiegelt. Also, ne? Und in Golashab geht es darum, das zu überwinden. Es geht darum, Stärke daraus zu ziehen, indem man diese Dinge verarbeitet, so dass einem das Feuer, was um uns herum ist, nicht mehr schadet. Das Feuer, was in Thagirion vor allem in uns ist, diese Kraft, die wir in uns entdeckt haben, das ist in Golashab um uns herum. Und wir müssen lernen, mit unserer inneren Kraft, diese äußeren Kräfte, dieses, was uns gespiegelt wird, was noch in uns verborgen war, dieses innere Leid, müssen wir lernen zu überwinden und müssen lernen, daraus sozusagen aufzusteigen wie ein Phönix aus der Asche, kann man sagen, sodass uns dieses Feuer nichts mehr anhaben kann, sodass es uns nicht mehr innerlich verbrennt, dass es uns nicht mehr innerlich zerstört, sondern dass wir lernen, es zu verarbeiten. Und dafür ist auch extrem viel Schattenarbeit nötig. Also da geht es sehr, sehr viel darum auch in Golashab. Und dieses Leid wird sozusagen dort verbrannt. Und das alte Ich, also das, was wir vorher waren, mit diesem ganzen inneren Schmerz, der uns gequält hat, davon sollen wir in Golashab befreit werden, sodass wir als eine sozusagen göttlichere Seele in einem anderen Bewusstseinszustand wieder aus diesen Flammen emporsteigen können und es überwinden. Man kann auch sagen, das Feuer reinigt unsere Seele in Golashab. Und ja, es kann aber auch sehr, sehr vernichtend sein, wenn man nicht damit umgehen kann. Tatsächlich. Also es kann extrem vernichtend sein, es kann sehr zerstörerisch sein. Und diese Welt gilt halt auch als sehr, sehr vernichtend. Und es ist wirklich hart. Und viele schaffen es nicht durch Golashab durch, weil das wirklich eine der härtesten Clifford-Welten überhaupt ist. Das darf man nicht unterschätzen, das ist krass. Und ja, aber es ist nicht, um uns zu quälen. Daran müssen wir uns erinnern. Es ist nicht, um uns zu quälen. Es ist nicht, um uns zu zerstören. Es ist, um das zu zerstören, was uns sozusagen innerlich kaputt macht. Das soll dann nach außen getragen werden, damit wir es verarbeiten können. Damit es uns gezeigt wird und wir daran arbeiten können.
und wir es überwinden können, durch die innere Stärke, die wir in Thagirion in uns entdeckt haben. Und dass wir sozusagen bereit sind, in die höheren Welten aufzusteigen, ohne diesen inneren Schmerz, der uns zerstört. Dass wir uns davon befreien, so wie ein Phönix aus der Asche sozusagen, dass wir aus diesem vernichtenden Feuer heraufsteigen sozusagen, ohne dass es uns etwas anhaben kann, unserer Seele. Und das ist, ich finde es schön, ne? Aber es ist halt auch richtig, richtig gefährlich. Das darf man nicht außer Acht lassen, ne? Und Golashab ist wirklich tatsächlich eine Welt, wo es halt sehr, sehr viel Feuer gibt. Also es ist die Welt des Feuers, sagt man. Ja, dann kommen wir zur nächsten Dämonenwelt, nämlich die Welt Gamshikot. Oder auch Ga'akshabla, glaube ich, wird die auch genannt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gesagt habe. Dieser Name ist schwierig, deswegen sage ich lieber Gamshikot dazu, weil es etwas einfacher auszusprechen ist. Aber es gibt, wie gesagt, noch den anderen Namen, Ga'akshabla. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Gamshikot wird auch als die sogenannte Sternensphäre bezeichnet unter den Dämonenwelten, weil es tatsächlich den krassesten Sternenhimmel überhaupt hat, diese Welt. Also du bist wirklich komplett im Sternenhimmel, hast du das Gefühl. Und der Sternenhimmel ist einfach krass. Ne? Es gibt in keiner anderen Welt so einen extrem krassen Sternenhimmel wie in Gamshikot. Deswegen auch Sternensphäre. Und Gamshikot wird regiert von Astaroth. Astaroth ist eine tatsächlich auch eine Sternendämonin. Also die wird mit dem Weltraum und mit den Sternen auch sehr stark in Verbindung gebracht. Das Siegel von Astaroth sieht tatsächlich auch aus wie ein Stern. Also da ist ein Stern drin, tatsächlich. Also es ist ein wunderschönes Siegel. Wenn ihr das kennt, wisst ihr, wovon ich rede. Und Gamshikot wird mit dem Planeten Jupiter in Verbindung gebracht. Und Gamshikot ist aber auch von den Prüfungen her ziemlich hart, weil dort werden Illusionen, die man hat, zerstört. Dort werden Irrtümer und Lügen aufgedeckt, denen man hinterhergerannt ist. Und es kann sein, dass Dinge, denen man jahrelang hinterhergerannt ist und für die man auch jahrelang gekämpft hat, dort sozusagen als das gezeigt werden, was sie wirklich sind. Und viele Menschen laufen Illusionen hinterher, viele Menschen laufen Dinge hinterher, die ihnen nicht gut tun. Dinge, die sie eigentlich nur kaputt machen und wo sie trotzdem das Gefühl haben, die müssen dafür kämpfen, weil so und so. Ne? Aber in Gamshikot werden einem die Illusionen, die man in seinem Leben hat und denen man vielleicht hinterher rennt, ohne dass es einem was bringt oder einem nur schadet, das wird dort aufgezeigt. Dort werden Lügen aufgedeckt, dort wird dir die Wahrheit gezeigt über die Dinge in deinem Leben, auch über Menschen in deinem Leben, die du hast. Es kann auch sein, dass du Menschen verlierst. Es kann sein, dass du Menschen verlierst, die dir viel bedeuten, weil dir diese Menschen einfach nicht gut tun und weil diese Menschen dich belügen und weil diese Menschen nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Also dort werden die Lügen in deinem Leben aufgedeckt. Und falsche Wege, die du vielleicht gehst, Wege, die dir nicht gut tun, Wege, die dir nur schaden, werden sozusagen aus deinem Leben rausgenommen. Du wirst gezwungen, das zu sehen und das auch zu verlassen und auch Dinge zu verlieren. Dinge in deinem Leben zu verlieren, die schlecht für dich sind. Und egal, was das jetzt ist, es kann alles Mögliche sein, es können auch Abhängigkeiten sein, die du hast, das wird dir dort weggenommen, das wird dort zerstört, weil es deiner Seele nicht gut tut, weil es eine Illusion ist, weil es was Falsches ist. Und das wird dir in Gamshikot sozusagen gezeigt. Und das kann wirklich auch sehr schwer sein für viele Menschen auch, weil viele Menschen auch diesen Illusionen hinterherrennen und das auch nicht loslassen wollen und auch nicht einsehen wollen, dass das nicht so ist, wie sie es die ganze Zeit dachten, wie es ist. Und deshalb ist diese Welt auch für viele Menschen sehr, sehr schwer. Diese Prüfung in Gamshikot. Und ja, es geht aber auch darum, dass man sich neu orientiert in Gamshikot, dass man den Weg findet, der wirklich zu einem gehört, der einen wirklich weiterbringt im Leben und der wirklich für einen bestimmt ist, sozusagen. Diesen Weg soll man in Gamshikot finden und man soll sich neu orientieren, nachdem die Lügen und Illusionen zerstört worden sind und nachdem man vielleicht das verloren hat, was man dort verlieren sollte, damit man eben stärker daraus hervorgehen kann, damit man befreit davon wird, von diesen Illusionen. Ne? Du sollst deinen Weg finden, deinen wahren Weg. Ja, und ich war auch in dieser Welt, ich war auch in Gamshikot und mir wurden auch Dinge gezeigt, die ich niemals im Leben erwartet hätte. Und das hat mich auch extrem fertig gemacht. Also es war wirklich schlimm, ne? Sehr schlimm, was ich dort gesehen habe
was mir dort auch ge was mir gezeigt wurde in meinem Leben, das war sich richtig, richtig hart, ne? Das kann sehr hart sein, aber es ist das Beste für euch. Ja, so viel zu Gamschikot. Wie gesagt, wunderschöne Welt, wunderschöner Sternenhimmel. Wow, es ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingswelten, so von der, einfach von der Welt her, so wie es dort aussieht, wie es dort ist. Und ja, und das gilt halt tatsächlich auch als die Welt, zu der die Dämonen zurück nach Hause finden, wenn sie sich mal verirrt haben in andere Dimensionen. Weil es halt auch als die Welt gesehen wird, die halt auch die Flügel der Dämonen repräsentiert, tatsächlich. Das hat mir auch mein Bruder beigebracht. Das ist also total interessant. Das ist die Welt, zu der die Dämonen immer wieder gehen können, um ihren wahren Weg zu finden, um ihr Zuhause wiederzufinden und um den Weg in die höheren Welten wiederzufinden, sozusagen. Und es ist wunderschön, so, ne? Was ich aber noch erwähnen will, bevor ich zu den obersten drei Welten komme, zu den hier, ist, dass man immer auch aufpassen muss, wenn man sich in den höheren dämonischen Dimensionen bewegt, dass man nicht in den Abyss fällt, also da sozusagen der Abyss, der Abgrund, weil das ist wie so ein schwarzes Loch, wie so ein Sog, der einen anzieht und wo man aufpassen muss, dass man nicht reinfällt, dass man nicht reingezogen wird oder reingeworfen wird von dem, was man erlebt. Da kannst du dir so vorstellen, wenn du dort bist, also wenn du in diesem Abgrund, in diesem Abyss bist, du fühlst, also das ist so eine Leere, auch so eine innere Leere. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Du bist vollkommen orientierungslos. Du weißt nicht, wo du bist. Du weißt nicht, wo du hingehörst. Du weißt nicht, wer du bist. Du kannst dich da drin, du kannst dich da drin verlieren. Und das ist tatsächlich, das ist gefährlich, ne? Das ist keine Welt an sich. Das ist wirklich wie so eine Art schwarzes Loch. Also wenn du dir die anderen Dämonenwelten als Planeten vorstellst, dann ist das ein schwarzes Loch sozusagen. Man kann da auch wieder rauskommen. Also es ist nicht so, dass man da drin jetzt feststeckt, wenn man da reingerät. Also tatsächlich kann man daraus auch lernen, wenn man da reingerät, wie man wieder rauskommt. Spreche ich auch aus Erfahrung, weil ich war auch mal kurze Zeit da. Ne? Aber man muss halt wirklich auch aufpassen und man muss auch erkennen, wenn man da ist. Ne? Und man muss da sich auch wieder rauskämpfen, sozusagen aus dieser Leere, aus diesem Nichts, was man fühlt, wenn man dort ist. Ne? Und man muss aufpassen, dass einen die spaltenden Energien nicht kriegen, sozusagen, die dort immer noch teilweise sind. Ne? Aber wie gesagt, das ist eine andere Story. Und der Abyss, also der wird auch von dem Dämon Belial bewacht, sagt man, aber auch von anderen Dämonen, wie beispielsweise Abaddon, damit auch stark in Verbindung gebracht wird. Also der wird sehr stark auch bewacht von den Dämonen. Und wenn da jemand reingerät, können die einem auch den Weg wieder raus zeigen, ne? Also so ist es nicht. Aber man muss dazu erwähnen, da drinne, es gibt Menschen, die kommen da nie wieder raus. Es gibt Menschen, die verlieren sich da drinne, ne? Es gibt Menschen, die verlieren sich in ihrer eigenen inneren Leere und kommen da nicht mehr raus. Und das ist tatsächlich auch sehr gefährlich, ne? Und das muss man erwähnen, wenn man sich da oben bewegt, da ist es halt auch die Gefahr immer, dass man da reingerät. Auch durch die krassen Dinge, die gespiegelt werden, die um einen herum in den anderen Dämonenwelten passieren können, dass man nicht damit umgehen kann und dann sozusagen in den Abyss gezogen wird. Und da musst du aufpassen, ne? Das ist, ja. Genau. Kommen wir aber nun zu den höheren Dämonenwelten, nämlich die achte Welt, Zatariel. Zatariel ist auch eine meiner Lieblingswelten tatsächlich. Also ich liebe die eigentlich alle, aber Zatariel ist einfach auch. Es hat auch eine persönliche Geschichte, warum ich diese Welt auch besonders liebe. Satariel wird von Lucifuge regiert oder Lucifugere Focale. Das ist der Zwillingsbruder von Luzifer. Man sagt auch, dass Lucifuge die Dunkelheit repräsentiert und Luzifer das Licht. Und Lucifuge wird auch der dunkle Stern genannt, tatsächlich, was ich wunderschön finde. Manche setzen auch Luzifer und Lucifuge gleich, aber ich persönlich nehme es so wahr, dass es zwei verschiedene sind und dass es sozusagen Zwillingsbrüder sind. Hat mein Bruder auch so wahrgenommen. Und Satariel wird mit dem Planeten Saturn in Verbindung gebracht und diese Welt steht für das Schicksal. Also die wird sehr stark mit dem Schicksal in Verbindung gebracht, mit den Fäden des Schicksals, die dich mit deiner Bestimmung verbinden, sozusagen mit deinem seelischen Auftrag auch. Und die wird mit Neuaufbau von dem, was man verloren hat, in Verbindung gebracht. Also diese Welt, da
Dort kann man etwas Neues aufbauen. Man kann, nachdem man das Alte, was einem nicht gut getan hat, verloren hat, kann man etwas aufbauen, was wirklich zu einem gehört, was wirklich dein Schicksal ist, sozusagen. Es geht darum, neue Verbindungen auch zu knüpfen, diese Schicksalsverbindungen, sein Schicksal selbst erschaffen, neue Netzwerke entdecken, neue Wege finden, das sehen oder das finden, was noch verborgen ist in deiner Seele, was du noch entdecken musst, was wirklich auch für dich das Beste auch ist. Und ja, einfach darum, was Neues aufzubauen, was wirklich einen wirklich auch erfüllt, so von deiner Seele her. Ne? Ist eine tolle Welt, da kann man sehr, sehr viel entdecken, da kann man sehr viel lernen. Und ja, Sartariel ist, also diese Welt ist vor allem für ihre Monde bekannt. Der Himmel von Sartariel, da hat tatsächlich von allen Dämonenwelten die meisten Monde. Und die sind meistens so in einer Reihe. Das sieht so krass aus, Leute. Die Monde von Sartariel, wow. Ich habe mal ein Bild davon gemalt. Sieht so aus. Also, wo ich in Sartariel war, das, ja, ne. Ich habe euch ja schon das ganze Video über hin und wieder mal Bilder eingeblendet, aber um euch mal die Monde zu zeigen. Und Sartariel hat tatsächlich einen sehr dunklen Himmel, aber er ist wunderschön und voller Sterne auch. Und ja, das passt auch zu Lucifuge, dunkler Stern. Und Sartariel strahlt auch so ein rötliches Licht aus, also so ein richtig geheimnisvolles Licht. Und auch dieses Licht der Schöpfungskraft wird es von den Dämonen auch genannt. Das ist einfach auch wunderschön. Und ja, da Sartariel auch sehr für Weisheit steht, gibt es auch die sogenannten Bibliotheken von Sartariel. Die werden auch im Buch von meinem Bruder erwähnt, tatsächlich. Finde ich interessant. Ja, es ist eine sehr vielseitige Welt, aber das, wofür sie halt am meisten bekannt ist, sind, wie gesagt, diese vielen Monde, die es dort im Himmel von Sartariel gibt. Ich könnte es stundenlang anschauen, wenn ich dort bin. Es ist so fucking schön. Es ist geil. Ja, kommen wir nun zur nächsten Dämonenwelt, nämlich Gargiel. Gargiel ist hier. Und Gargiel wird von Beelzebub regiert und Baal steht auch damit in Verbindung. Obwohl Baal halt auch mit Arabzarak in Verbindung steht. Der Planet von Gargiel, also mit dem Gargiel gleichgesetzt wird, ist der Uranus. Und in Gargiel geht es auch um dieses Entdecken der eigenen Schöpferkraft. Also dass du deine eigene göttliche Kraft, deine Schöpfungskraft in dir erwächst, dass du auch ein neues Leben aufbaust, Wiederaufbau des neuen Lebens. Darum geht es in Gargiel. Also eigentlich dasselbe wie in Sartariel, nur halt noch auf einer neuen Ebene, dass du sozusagen noch stärker in diese Schöpferkraft, in diese göttliche Kraft reinkommst und dass du das in dir findest, dass du das in dir erwächst und dass du auch damit arbeiten kannst. Darum geht es sehr stark in dieser Welt, ne? Also es geht sozusagen um den Wiederaufbau eines neuen Lebens in Gargiel, was ich interessant finde, weil es auch in Gargiel die sogenannten weißen Lande gibt. Also das sind Bereiche in dieser Welt, solche Nebellandschaften mit so einem weißen Nebel, deswegen weiße Lande. Viele Seen gibt es dort und diese Bereiche von Gargiel, dort sollen tatsächlich die Seelen von jenen Verstorbenen sein, die besonders mit den Dämonen verbunden waren zu ihren Lebzeiten und die kommen dorthin, um sich auf ihr neues Leben, auf ihre neue Inkarnation vorzubereiten. Es geht auch in dieser Welt darum, Neues wachsen zu lassen, sich auf Neues vorzubereiten, Neues aufzubauen und das wird damit halt auch sehr stark in Verbindung gebracht und auch diese Schöpfungskraft, ne? Das passt einfach dazu. Und das hat mir auch mein Bruder erzählt mit den weißen Landen, ne? Und mit den Seelen. Und ich habe das auch schon astral tatsächlich auch gesehen. Ich war auch schon in solchen Orten. Ich wusste da noch nicht genau, wo ich war, aber ich habe sie gesehen. Und ja, das passt halt auch total, weil dort sind halt auch Bereiche, wo sich Seelen tatsächlich auf ein neues Leben vorbereiten, auf eine neue Inkarnation vorbereiten. Ist voll interessant, finde ich jetzt, ne? Ja, so viel zu Gargiel. Kommen wir nun zur obersten Dämonenwelt, nämlich Taumiel. Taumiel ist hier. Das ist die oberste Welt, die Krone des Weltenbaumes, die Krone des Baumes der Erkenntnis, also des dämonischen Weltenbaumes sozusagen. Und diese Welt wird von Luzifer regiert, aber auch mit Moloch und Satan in Verbindung gebracht. Die wohnen halt auch dort oder die herrschen auch sozusagen über diese Welt. Also da gibt es verschiedene Dämonen, die mit dieser Welt assoziiert werden. Und der Planet, der mit Taumiel in Verbindung gebracht wird, ist der Neptun. Und Taumiel steht wirklich auch für das Ende der Reise in den Clifford. Also dort
sagt man, wird die Seele zu einem leuchtenden Diamanten, der in den unteren Welten geschliffen wurde und jetzt in seinem ganzen göttlichen Licht erstrahlen kann, in seinem perfekten göttlichen Licht. Und die Clifford-Welten werden auch sehr stark mit der sogenannten schwarzen Flamme in Verbindung gebracht. Die schwarze Flamme ist unser inneres göttliches Licht. Und die schwarze Flamme, sagt man, ist eine kleinere Version der schwarzen Sonne, also die Sonne in uns selbst sozusagen, dieses Schöpfungslicht, dieses göttliche Licht, das wir in den Clifford finden sollen, dieses innere Licht in der Dunkelheit sozusagen. Und dieses Licht leuchtet in Taumiel eben in seiner vollen Stärke, in seiner vollen Kraft. Und ja, und es steht auch sehr für innere Ruhe, für Ausgeglichenheit, einfach für Weisheit und Perfektion auch, diese Welt. Und es ist auch wirklich eine perfekte Welt, würde ich jetzt sagen, weil, das, wow, also diese Welt ist, die kommt, glaube ich, der Beschreibung einer himmlischen Welt tatsächlich auch am nächsten. Also das, was man sich so unter dem Himmel vorstellt, nur dass es noch sehr viel schöner ist. Das hat so eine blau-goldene Atmosphäre, Taumiel. Und da gibt es auch sehr große Eislandschaften, also Landschaften, die so von Schnee bedeckt sind. Es hat eine winterlich-träumerische Atmosphäre an vielen Orten. Es gibt dort riesige, funkelnde Paläste, so dämonische Paläste. Es gibt dort auch den sogenannten Diamantenregen, also das ist so kleine Diamantenregen tatsächlich. Es tut aber nicht weh, sondern es ist einfach nur absolut wunderschön. Und die ganze Welt glitzert und strahlt einfach in so einem unglaublich perfekten, wunderschönen, göttlichen Licht. Und es ist einfach wunderschön, so. Und du spürst dort wirklich deine Seele in so einer Schönheit, dass es atemberaubend ist. Und es ist einfach wow. Also Taumiel ist wow. Also das kannst du nicht in Worte fassen, wenn du dort bist. Du kannst es nicht in Worte fassen, wirklich nicht. Einfach krass. So Leute, das war mein Video über die Clifford-Welten, über die Welten der Dämonen. Ich hoffe sehr, sehr, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr was daraus mitnehmen konntet. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Und am Ende des Videos möchte ich nochmals darauf hinweisen, bitte seid vorsichtig, bitte passt auf und überlegt euch genau, ob ihr eine Clifford-Reise machen wollt, weil wirklich, das kann menschliche Seelen zerstören, wie gesagt, ne? Es ist nicht für jeden was, es ist für die wenigsten Menschen tatsächlich was. Wenn man jetzt ein inkarniertes Wesen ist, in einem menschlichen Körper, dann ist es auch nochmal was anderes. Dann erlebt man diese Welten auch auf eine andere Weise. Aber wenn ihr das nicht seid, wenn ihr menschliche Seelen, wirklich rein menschliche Seelen seid, ist es nochmal krasser, weil es fremde Welten für euch sind. Das sind wirklich Welten, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das Prinzip, was da ist, ne? Das ist ganz anders als hier, ganz anders als das, was wozu die menschliche Seele programmiert ist. Und wozu wir eigentlich auch ausgerichtet sind. Das ist, ja. Ich habe es ja auch schon alles schon erklärt, aber ich wollte nochmal darauf hinweisen, seid bitte absolut vorsichtig. Passt auf euch auf, Leute. Überlegt euch das und fragt die Dämonen, ganz wichtig. Fragt sie, bin ich bereit dazu? Schätzt ihr das so ein, dass ich bereit dazu bin? Und wenn sie sagen nein, oder wenn sie sagen, wir wissen es nicht genau, wir sind uns nicht sicher, weil deine Seele ist noch nicht so weit, dann hört darauf bitte. Hört bitte auf die Dämonen. Zu eurer eigenen Sicherheit, weil es sind wirklich schon Leute gestorben. Da muss man aufpassen. Das sind richtig krasse Kräfte, mit denen man dort arbeitet. Und das ist sehr, sehr hohe Magie. Nehmt es bitte nicht auf die leichte Schulter. Auch wenn ich jetzt gesagt habe, die Welten sind schön. Die sind zwar schön, aber sie sind auch extrem gefährlich. Und besonders eben für menschliche Seelen tatsächlich, ne? Deswegen, passt auf euch auf, Leute. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid. Ich werde definitiv, glaube ich, an Halloween auch ein Video hochladen. Also ein Halloween-Vlog, wie jedes Jahr. Da könnt ihr schon mal drauf freuen. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Und tschüss!